herzlich willkommen zum großen Thema der kleinen Jobs. Ich lade Sie ein, mit mir einen Ausflug in die empirische Wirtschaftsforschung zu machen. Ich würde Ihnen gerne im Rahmen dieses Vortrags die Ergebnisse von 3 Studien in 20 Minuten nahebringen, denn empirische Wirtschaftsforschung ist die Basis für evidenzbasierte Politikberatung und das, denke ich, ist auch Aufgabe der ökonomischen Volkswirte. Schauen wir die Gliederung an. Die habe ich in 3 Teilen dargestellt. Ich werde zuerst erklären, worum es mir geht, das Phänomen. Unter Teil B gibt es 3 empirische Studien, die ich Ihnen zeigen werde und dann schließlich ziehe ich ein Fazit. Beginnen wir mit Teil A. Das gibt leider... Zunächst möchte ich in dem Teil A erklären, worum es genau geht, nämlich die Minijobs sind mein Thema und die Minijobs sind definiert in Deutschland im Paragraph 8 von Sozialgesetzbuch 4 und die gibt es in 2 Varianten. Die eine Variante der geringfügigen Beschäftigung ist die geringfügig entlohnte Beschäftigung, die charakterisiert ist durch ein niedriges Arbeitsentgelt. Ich probiere mal weiterzuspringen. Das funktioniert leider noch nicht. Da ist es, ja. Genau, und die andere Variante sind die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse als kurzfristige Beschäftigung. Die Begrifflichkeit der Minijobs, die gibt es erst seit 2002, die ist mit den Hartz-Reformen eingeführt. Und inhaltlich sind diese Beschäftigungsvarianten wichtig, weil sie die Arbeitnehmenden Abgaben freisetzen, also frei von Einkommenssteuer, frei von Sozialversicherungsabgaben, während die Betriebe bzw. Arbeitgeber pauschale Abgaben leisten. Okay. Minijobs gibt es schon seit 1893 und aus einem guten Grund. Man kann bei Bagatellfällen Bürokratiekosten sparen. Welche Tür? Sie werden auch intensiv genutzt. 2022, Ende des Jahres, hatten wir 45,6 Millionen Erwerbstätige und 7,6 Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Ich habe Ihnen aufgesplittet, wie die verteilt sind. Die meisten sind tatsächlich geringfügig entlohnt, nur ein Bruchteil ist in den kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen. Und das bedeutet, jeder 6. Erwerbstätige in Deutschland ist geringfügig entlohnt oder ist geringfügig beschäftigt. Und das nicht nur in den ausschließlichen Beschäftigungsverhältnissen, wo das der einzige Job ist. Minijobs gibt es auch als Nebenjob und die werden auch in über 3 Millionen Fälle dort subventioniert, steuerfrei und sozialversicherungsfrei gestellt. Schauen wir, welche Fragen wir beantworten können. Meine erste Frage lautet, ob Arbeitgeber reguläre Beschäftigung durch Minijobs ersetzen. Meine zweite Frage lautet, ob Minijobs zur Motherhood Penalty in Deutschland beitragen. Und meine dritte Frage lautet, ob die Midijobs Übergänge aus Minijobs in reguläre Beschäftigungsverhältnisse erleichtern. Ich werde hier nacheinander 3 verschiedene Studien vorstellen. Die erste ist mit Co-Autoren im Journal Small Business Economics veröffentlicht und beantwortet die Forschungsfrage, ob Minijobs ein Substitut oder ein Komplement in der Arbeitsnachfrage darstellen. Wie reagiert der Arbeitgeber, wenn Minijobs attraktiver werden? Erhöht diese Vergünstigung des Faktors Arbeit die Nachfrage nach Arbeit insgesamt, dann wären es Komplemente zur regulären Beschäftigung. Oder führt es dazu, dass zwischen Minijob und regulärer Beschäftigung ein Austausch stattfindet? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine Schätzgleichung schätzen, bei der die reguläre Beschäftigung auf die Beschäftigung der Minijobber regressiert wird. Und der Koeffizient Gamma, den ich hier rot gefärbt habe, gibt uns an, ob es sich um ein Substitut oder ein Komplement handelt. Wenn er negativ ist, dann fallen bei Anstieg der Minijobber die Anzahl der regulär Beschäftigten und wenn er positiv ist, hätten wir komplementäre Beziehungen. Um das kausaler interpretierbar zu machen, nutzen wir ein Instrumentvariablenverfahren, bei dem wir den exogenen Schock der Änderung der Arbeitgeberbeiträge für die Finanzierung von Minijobs ausnutzen. Die Daten, die wir für die Analyse benutzen, kommen aus den administrativen Quellen des IAB. Wir nutzen das Betriebshistorikpanel
und fokussieren auf kleine Betriebe, 0 bis 9 Beschäftigte, weil die zu einem größeren Anteil Minijobber einstellen. Diese Tabelle gibt in der zweiten Zeile Gamma, den roten Koeffizienten an. Die zeigt die Tabelle mit 4 verschiedenen Spezifikationen, mit 4 verschiedenen abhängigen Variablen, was bei der Schätzung herauskommt. Und das wesentliche Ergebnis ist, diese zweite Zeile ist über alle Spezifikationen hinweg negativ und signifikant. Und das bedeutet, egal was wir mit der abhängigen Variable machen, es kommt immer raus, dass Minijob und reguläre Beschäftigung in einem Substitutionsverhältnis stehen. Die 4 Spalten, die da verglichen werden, geben unterschiedliche Messungen von Beschäftigung an. Die erste Spalte zählt die Köpfe in regulärer Beschäftigung versus Minijobs. Die zweite Spalte logarithmiert den Wert. Die dritte Spalte zählt die gearbeiteten Stunden in regulärer Beschäftigung versus Minijobs. Und die vierte Spalte logarithmiert diesen Wert. Im Ergebnis ist es überall das Gleiche. Wenn die Minijob-Beschäftigung steigt, fällt die Anzahl der regulär Beschäftigten und umgekehrt. Ja, das ganz kurz die erste Studie. In der zweiten Studie würde ich Ihnen gerne zeigen, ob Minijobs die Motherhood Penalty in Deutschland beeinflussen. Auch dieses Papier ist gemeinsam mit Co-Autoren verfasst und momentan im Revisionsprozess für eine Zeitschrift. Jetzt sind wir ein paar Folien zu weit gesprungen. Okay, so. Als erstes ist es natürlich wichtig zu erklären, was Motherhood Penalty überhaupt sein soll. Und dafür gibt es diese ikonische Grafik, diese Darstellung von Hendrik Kleven und Co-Autoren. Diese Grafik beschreibt den Einkommensverlauf von Müttern und Vätern vor und nach einer Geburt. Auf der X-Achse sehen Sie Kalenderjahre. Die rote vertikale Linie zeigt den Zeitpunkt einer Geburt. Auf der Y-Achse sieht man die relative Entwicklung der Verdienste. Ja, bevor Paare Kinder bekommen, steigen die Einkommen noch, das sind junge Menschen. Und dann wird auf dem Jahr T-1 wird indexiert. Und dann sehen wir in den oberen beiden Linien die Verdienste der Väter, der Männer. Die bleiben auch nach einer Geburt relativ konstant. Für die Mütter fällt der Verdienst, was ist plausibel, nach einer Geburt fallen viele aus dem Arbeitsmarkt raus. Und dann sehen wir, was über die nächsten 10 Jahre passiert. Und wenn man jetzt die Linien vergleicht, unten haben wir hellgrau und schwarz. Die hellgraue Linie ist die Entwicklung in Österreich, die schwarze Linie ist die Entwicklung in Deutschland. Dann zeigt sich, dass im Mittel in Deutschland 10 Jahre nach einer Geburt die Verdienste der Frauen 60% unter dem Niveau sind, das sie vor der Geburt hatten. Das nennt man die Motherhood Penalty. Das ist deswegen jetzt spannend, weil es in keinem anderen Land so hoch ist wie in Deutschland. Wir sehen schon, dass die Österreicher einen geringeren Abstand haben, 50%. Die Zeile unter der Grafik gibt an, wie hoch die Penalties in anderen Ländern sind. In Dänemark 21%, in Schweden 26%, USA 31% und Vereinigtes Königreich 44%. Deutschland sticht heraus und in unserer Analyse wollen wir fragen, ob Minijobs möglicherweise ein Teil der Erklärung dieses besonders hohen Motherhood-Gaps ist. Das ist auch deswegen relevant, weil von allen beschäftigten Müttern nach der Geburt 41% tatsächlich in Minijobs weiterarbeiten. Und die Minijobs führen zur Minijob-Falle. Das kann man an dieser Grafik erläutern. Diese Grafik beschreibt die Nettolohnentwicklung entlang der Bruttolohnverteilung. Wir haben auf der X-Achse die Bruttolöhne, die jemand verdient, und auf der Y-Achse die Nettolöhne, die dabei rauskommen. Bis zur Minijobgrenze ist das 1:1, keine Abzüge. Und an der Minijobgrenze fallen dann Einkommenssteuern und Sozialversicherungsabgaben an. Und hier haben wir 3 Linien eingezeichnet, die geben an, wie stark die Belastung ausfällt, je nachdem, wie hoch die Steuern sind, die für die Mutter anfällt. Und je nachdem, wenn die beispielsweise mit einem Partner in der Ehe lebt und der Partner sehr gut verdient, dann sieht man, je höher die Steuerlast für das Paar ist, umso mehr muss die Mutter brutto zusätzlich verdienen, um wieder beim gleichen Nettolohn wie beim Minijob zu landen. Wenn wir also in einem Szenario, sagen wir mal, von 20% Einkommenssteuer sind, das ist nicht so viel, dann müssen netto circa 600 Euro verdient werden, brutto 600 verdient werden, um wieder netto bei 400 zu landen, und es kann noch ganz anders aussehen. Ja, und das
charakterisiert die Minijobfalle. Es ist nicht attraktiv für viele verheiratete Frauen, die Einkommen über die Minijobgrenze hinweg auszudehnen. Und die Frage ist, spielt das für die Motherhood Penalty eine Rolle? Und um das auszuwerten, ich hoffe, das ist jetzt die Folie, genau, haben wir die Daten vom SIAB, wieder administrative Daten von der Bundesagentur für Arbeit, ausgewertet. Wir betrachten Mütter bei ihrer ersten Geburt, die alle im Jahr vorher Vollzeit gearbeitet haben. Wir haben über 21.000 verschiedene Frauen, großer Datensatz, und wir teilen sie in drei Vergleichsgruppen auf. Die Minijobber, diejenigen, die nach der Geburt sofort wieder Vollzeit beschäftigt, sozial und nicht Vollzeit, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, und diejenigen, die nicht beschäftigt sind. Das ist in Deutschland die Mehrheit, in Westdeutschland. Die Methode, die wir dann verwenden, besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt machen wir die Mütter in den Gruppen, die wir vergleichen, vergleichbar. Das heißt, wir betrachten Frauen, die auf Basis ihrer beobachtbaren Merkmale identisch sind. Wir nehmen eine Minijobmutter, die einen gegebenen Schulabschluss hat, ein gegebenes Alter, in der gegebenen Branche, einen gegebenen Verdienst hatte, und nehmen eine andere Frau, die genau die gleichen Merkmale hat, aber nach der Geburt sozialversicherungspflichtig beschäftigt war oder aber auch nicht beschäftigt war. Und wir vergleichen nur die, die exakte gleiche Merkmale haben. Und dann verwenden wir ein Regressionsverfahren, was uns erlaubt, diese schönen Bilder zu machen, die ikonische Grafik, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und dann kommen folgende Ergebnisse raus. Da, jetzt habe ich noch vergessen. Okay, in der ersten Zeile sehen wir die Entwicklung der Beschäftigungswahrscheinlichkeit in der oben links für Mütter, die zunächst im Minijob waren. Das sind die hellgrauen Linien hier unten. Und diejenigen, die zunächst sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Und das Ganze verfolgen wir über 10 Jahre nach der ersten Geburt. Und wir sehen, im Mittel ist die Wahrscheinlichkeit, wieder sozialversicherungspflichtig zu werden, für die ursprünglichen Minijobberinnen gestiegen, aber sie bleibt auch nach 10 Jahren signifikant darunter. Ja? Das liegt nicht daran, dass sie eher aus dem Arbeitsmarkt austreten. Die bleiben beschäftigt. Genau. In der zweiten Zeile können wir dann die Verdienste betrachten, und hier sieht man, dass für die Minijobber die Verdienste sofort nach der Geburt signifikant unter denen der regulär Beschäftigten sind und dieser Verdienstabstand auch 10 Jahre nach der Geburt erhalten bleibt. So, was schließen wir daraus? Nach Minijobs sind langfristig weniger Frauen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Sie haben langfristig niedrige Verdienste, und ein Mechanismus, den wir untersucht haben, ist, dass sie auch langfristig geringer qualifizierte Tätigkeiten haben und häufiger die Arbeitgeber wechseln. Wir haben natürlich auch verglichen, wie stehen sich die Minijobberinnen gegenüber denjenigen, die ursprünglich gar nicht beschäftigt sind, und finden da aber keinen Vorteil. Sodass wir im Ergebnis festhalten, dass Minijobs in der Tat die Motherhood Penalty in Deutschland verschärfen, was sich auch langfristig auf die Rentenversicherungszahlungen auswirkt und damit den Arbeitskräftemangel befördern. Damit komme ich zum dritten Papier. Auch dieses ist gemeinsam mit einer Co-Autorin erstellt, und auch dieses ist im Revisionsprozess für eine internationale Zeitschrift. Die Forschungsfrage, die wir hier stellen, untersucht, ob die im Jahr 2003 eingeführten MeToo-Jobs dazu beigetragen haben, die Minijobfalle, die wir gerade eben gesehen haben, zu überwinden. Erste Frage: Was sind Minijobs? Die Minijobs sind Beschäftigungsverhältnisse, die an der Minijob-Beschäftigungsgrenze anfangen und dann ursprünglich 400 bis 800 Euro umfassten und in diesem Rahmen die Sozialversicherungsabgaben subventionieren. Diese Grafik zeigt das Szenario ohne Steuern. Da haben wir in der roten Linie die Belastung, die an der Minijobgrenze eintritt, nur aus den Sozialversicherungen. Ja, das sind wieder die Nettolöhne bei gegebenen Bruttolöhnen. Und die blaue Linie ergibt sich durch die Minijobs, das ist die Subvention. Und der Effekt ist, dass die Sprungstelle an der Minijobgrenze kleiner geworden ist. Und die Hoffnung war, dass man damit die Minijobfalle reduzieren kann. Und das ist jetzt wichtig zu prüfen, denn die Minijobfalle ist sehr wirksam. Das ist eine Grafik, die ich aus einem
Paper im Journal of Public Economics entnommen habe. Was sehen wir hier? Wir sehen hier die Verteilung der Bruttomonatslöhne, links für die Frauen und rechts für die Männer, von 0 bis ungefähr 1500 Euro. Und es gibt eine Sache, die auffällt, und das ist dieses Ding da, ja, diese Spitze. Das ist die Verdienstgrenze der Minijobs. Und Sie sehen, was mit der Bruttoeinkommensverteilung in Deutschland passiert. Wir haben ein massives Ungleichgewicht, eine massive Unwucht in der Verteilung der Bruttoerwerbseinkommen durch diese Minijobs. Das ist die Minijobfalle. Bei den Frauen hatte sie fast 600.000, die davon betroffen sind. Bei den Männern sind es etwas weniger, deutlich über 300.000. Ja, und die Frage ist jetzt, wenn die Leute da festhängen an der Minijobgrenze, kann die Midi-Job-Regelung daran etwas tun? Und das ist noch nie erforscht worden zuvor und man sollte es evaluieren, denn obwohl man es nicht erforscht hat, hat die Politik in der Zeit seit 2003 die Großzügigkeit der Midi-Job-Subvention massiv ausgeweitet. Die Midi-Job-Verdienstgrenzen sehen Sie auf der rechten Seite, die beginnen mit 400 bis 800 Euro. Wurden dann 10 Jahre später etwas erhöht und jetzt in den letzten Jahren bis auf 2.000 Euro. Bis 2.000 Euro werden Sozialversicherungsabgaben in Deutschland subventioniert und keiner weiß, ob es wirklich hilft, aus dem Minijob rauszukommen. Das ist das, was wir prüfen wollen. Wir verwenden zwei Methoden. Die erste Methode fragt, ob es zum Zeitpunkt, als die Minijobs eingeführt wurden, am 01.04.2003, einen diskretionären Sprung in der Wahrscheinlichkeit gab, aus Minijobs rauszukommen. Das ist die Frage. Wir untersuchen das wieder mit amtlichen Daten. Wir haben über 850.000 monatliche Beobachtungen. Und die Ergebnisse, die wir finden, sind insofern interessant, als sie uneinheitlich sind. Wir finden nämlich signifikante positive Effekte für die Männer und nichts für die Frauen. Ja, also das ist das zentrale Ergebnis dieser Untersuchung. Gleichzeitig ist zu beachten, die Fallzahl ist bei den Frauen um ein Vielfaches höher als die bei den Männern. Das, 5 Minuten, genau. Das ist der erste Schritt. Die zweite Untersuchung, die wir durchführen, verwendet ein anderes Verfahren, wieder um den kausalen Effekt dieser Reform in den Griff zu bekommen. Was wir hier machen, ist Personen zu vergleichen, für die die Reform tatsächlich in der Lage war, die Sprungstelle zu glätten, mit Personen, für die diese Reform vermutlich die Sprungstelle nicht wirklich glätten konnte. Und was wir vergleichen, sind für Personen, die an der Minijobgrenze 0 Einkommenssteuer zahlen, vermutlich weil sie Steuerklasse 1 sind und damit unter den Grundfreibetrag über das Kalenderjahr fallen. Für die springt die Nettolinie auf die blaue und da ist der Sprung tatsächlich weg. Wenn sie aber verheiratet sind, in einer Einkommenssteuer 30% leben, dann haben sie auch einen Sprung durch die Midijobs, aber die Sprungstelle aus dem Minijob raus geht nicht weg. Und wir vergleichen jetzt, um prüfen zu können, ob die Midijob was bewirkt haben, ob es wenigstens für die mit den 0% eine Änderung gab. Das machen wir mit der Differenz in Differenzen-Schätzung. Und hier prüfen wir, ob es einen signifikanten Unterschied gibt in der Wahrscheinlichkeit, aus Minijobs rauszukommen. Und diesen signifikanten Unterschied, den finden wir tatsächlich. Die Wahrscheinlichkeit rauszukommen ist für Personen, die nicht verheiratet sind und damit Steuerklasse 1 haben, signifikant höher als für die verheirateten Personen. Im Ergebnis kommt bei diesem Papier also raus, dass Midijobs für Männer, das war die erste Studie, und für nicht Verheiratete, der zweite Ansatz, die Übergangswahrscheinlichkeiten aus Minijobs erhöht haben. Allerdings, 90% der Minijobber sind Frauen und 90% sind verheiratet. Für sie war die Reform nicht wirksam und die Minijobfalle besteht nach wie vor. Ja, was ergibt sich daraus? Wir haben gelernt, erstens, Arbeitgeber ersetzen reguläre Beschäftigung durch Minijobs und auch andersrum. Zweitens, Minijobs tragen in der Tat zur Motherhood Penalty in Deutschland bei. Und drittens, Midijobs haben die Übergänge aus Minijobs in reguläre Beschäftigungsverhältnisse kaum erleichtert. Unterm Strich haben Minijobs Nachteile. Sie kosten zum einen Geld. Es wird viel verdient in diesem Bereich. Über 7,5 Millionen Personen sind da beschäftigt, ohne dass die Beschäftigten Abgaben zahlen.
Die Minijobs verdrängen reguläre Beschäftigung, es wird die Ausweitung des Arbeitsangebots wird behindert, die Bevölkerungsgruppen unterscheiden sich. Es ist auch oft ein Gleichstellungsthema, die Minijobfrage zu regeln. Und wir wissen seit der Corona-Krise, dass Personen in Minijobs auch schlechter unterstützt werden, beispielsweise kriegen sie kein Kurzarbeitergeld. Minijobs haben aber auch wichtige Vorteile. Ja, sie erlauben und erleichtern flexible Beschäftigung und erlauben legalen, individuell den Zuverdienst. Was können wir jetzt dazu festhalten? Die Bundesregierung kennt die Tücken, die sich durch Minijobs einstellen. Und das steht im Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag ist zu lesen, bei den Mini- und Midijobs werden wir Verbesserungen vornehmen. Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen. Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Ist bekannt, das Problem. Was hat die Bundesregierung gemacht? Die Minijobs wurden ausgedehnt. Seit 1.1. dieses Jahres laufen sie bis 538 Euro pro Monat. Midijobs wurden ebenfalls ausgedehnt. Jetzt sind wir bei der Obergrenze von 2.000 Euro. Die Hürden allerdings wurden nicht abgebaut. Die Falle besteht nach wie vor weiter. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es zu forschen, Evidenzbasierung bereitzustellen. Die Aufgabe der Politik ist es zu gestalten. Ich denke, wir haben hier noch nicht optimal gestaltet. Hier gibt es Verbesserungsmöglichkeiten und ich freue mich darauf, die mit Ihnen in der Diskussion zu diskutieren. Vielen Dank. Okay, ganz herzlichen Dank. Gibt es unmittelbare Verständnisfragen? Ja, Frau Grimm, bitte. Ja, vielleicht eine ganz kurze Frage. Nochmal einen Moment, da kommt nochmal das Mikro. Dankeschön. Danke. Eine kurze Frage zur ersten Studie. Das waren ja Firmen mit bis zu 9 Beschäftigten. Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse, ob das für größere Firmen auch so zutrifft, dass es Substitute sind? Das können wir nicht sagen. In dem Fall hat das Instrument nicht funktioniert und wir können keine kausalen Aussagen treffen. Ich hatte noch eine zweite, ganz da hinten noch einmal. Okay. Ja, sonst einmal bitte. Ja, ich hätte mal eine Frage. Ist denn mal untersucht worden nach den Arbeitsinhalten und Arbeitspensum eines Minijobs? Nicht, dass die Frauen nach der Geburt im Minijob dann die gleichen Arbeitsaufgaben und Pensum machen, eigentlich was sie vor der Geburt in der regulären Arbeit hatten. Denn eine reguläre Arbeit lässt sich ja durchaus auch in 20% der Arbeitszeit erledigen, ja, wenn man einen guten Job hat. Wir haben ja versucht zu verstehen, warum langfristig die Verdienste runtergegangen sind und wir haben 2 Sachen festgestellt. Die Mütter, die in den Minijobs weiterarbeiten, haben im Mittel deutlich schlechter qualifizierte Tätigkeiten. Das legt nahe, dass sie nicht im gleichen Job weiterarbeiten und sie wechseln häufiger den Arbeitgeber. Auch das legt nahe, dass sie nach der Geburt woanders weitermachen. Okay, noch eine letzte Frage. Auch nur zum Verständnis zur Datenbasis, bei den Unternehmen 0 bis 9 Beschäftigten, sind dann die privaten Haushalte als Arbeitgeber mit dabei gewesen? Die sind nicht dabei, aber die sind wirklich, sind ganz, ganz, ganz wenige. Die würden keinen Unterschied machen. Wir haben das ausgezählt, in den Daten der Bundesagentur für Arbeit gibt es die privaten Haushalte und im Betriebspanel. Die haben wir rausgelassen, aber es war überraschend klein, wie viele das sind. Ich würde denken, dass es, selbst wenn wir sie drin lassen, nicht was anderes rauskommt.